Gut, also nochmal, ich habe den Titel mir gestern nochmal angeguckt und mir überlegt, was habe ich ja eigentlich versprochen. Und letztendlich, ja, ich will eigentlich ein bisschen Einblick geben. Das heißt, nochmal kurz im Hintergrund, ich bin zwar auch Informatiker, speziell Bioinformatiker, aber letztendlich von der Grundausbildung her Biologe, Molekularbiologie, Immunologie, so die Richtung. Für mich war Informatik dann immer ein mächtiges Werkzeug erstmal. Ich bin also letztendlich jetzt für die letzten paar Jahre so in den medizinischen Bereich gerutscht, heißt letztendlich Biomedizin. Ja, ich wollte mal so ein bisschen Verständnis schaffen. Also die Froscon selber kannte ich bis zu einem Kollegen nicht. Grüße an Jens, falls er jetzt am Livestream hängt. Der ist nämlich schon zu Hause. Ja, aber jedenfalls. Ich kenne die Froscon eben vom Gefühl her nicht. Das heißt, ich habe mir das heute mal angeguckt und tja, es geht ja um Open Source. Das ist mir relativ selten begegnet, zumindest im medizinischen Umfeld. Deswegen wollte ich ein bisschen für Verständnis werben, eigentlich. So nach dem Motto, wo gehen wir eigentlich gerade hin? Was tut sich gerade? Es tut sich eine Menge. Und den Eindruck wollte ich mal vermitteln, speziell für die Entscheidungsfindung dann. Also erstmal Biomedizin, was ist das? Klar. Man kann jetzt natürlich sagen, gut, Bio und Medizin ist eigentlich logisch. Das liegt dann irgendwo in der Mitte. Das ist auch so. Aber was heißt denn das in der Praxis? Ich habe es mal versucht, ein bisschen zu sortieren. Es gibt zwei klassische Bereiche, die lange Zeit, ich würde behaupten, miteinander nichts zu tun hatten. Das ist einmal einerseits die Medizininformatik, die gerade unter den Medizinstudenten eigentlich ein relativ schlechtes Image hat. Weil angestaubt, Datenbanken, SQL-Abfragen, Datenschutz, das ist alles so furchtbar kompliziert und es ist auch noch langweilig und abstrakt und man muss es aber dann doch lernen. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich gedreht, sogar in der Lehre. Der andere Bereich, der so ein bisschen mehr fancy daherkommt, ist Bioinformatik. Der ist, ich würde sagen, gar nicht mal so viel jünger, sondern geht durchaus auf die späten 70er zurück, als die ersten Daten aus den Laboren kamen. Ja. Die haben eben auch viel erlebt in letzter Zeit. Das heißt, eigentlich so seit der Jahrtausendwende, das sind jetzt immerhin auch schon 18 Jahre, 17 speziell. Humangenom, die ganzen Sachen kennt man ja, hat man schon mal was von gehört und das sollte ja alles in die Medizin. Man hat also für viel Geld letztendlich ein Humangenomprojekt aufgemacht. Also man redet da irgendwie von 100 Millionen Dollar und hat dann gesagt, toll, damit machen wir Medizin besser. Zum Schluss hat jeder sein Genom auf der Armbanduhr. Ich glaube, so weit sind wir nicht mal davon weg, aber letztendlich ist das eben nicht alles. Ja, warum? Letztendlich, damit ist es nicht getan. Was eben so ein bisschen fehlt, ist die Verbindung zwischen Medizin und Bioinformatik. Die ist derzeit schwer im Kommen. Das ist natürlich irgendwo die Informatik als solche, aber wie sieht das in der Anwendung aus? Also Medizininformatik, nochmal, ist eigentlich so der Teilbereich. Patientendatenverwaltung, wie frage ich das ab, wie mache ich das sicher? Also sehr konservativ eigentlich. Und die Bioinformatik dagegen, ja, man versucht eben viel mit Algorithmen, wie sieht das mit Datenstrukturen aus, Austausch, wobei für die Medizininformatik auch wieder Austausch ein großes Thema ist. Sie sind aber irgendwie grundverschieden und doch ähnlich. Unten habe ich mal der Vollständigkeit halber die Pharmazie mit reingenommen, wo also Biologie und Medizin auch wieder aufeinanderstoßen. Das ist dann so Richtung Tumorbiologie auf der einen Seite, Chemieinformatik, da gibt es eine ganze Menge. Das ist jetzt einfach nur ein Ausschnitt. Aber letztendlich, man sieht schon, es ist hochgradig interdisziplinär. Also wir sehen da jetzt mal mindestens Biologen, Mediziner und Informatiker. Kurz gesagt, das Ganze ist ziemlich notwendig, und es ist schwer modern. Schwer modern klingt erstmal jetzt gut, aber ehrlich gesagt, aus der eigenen Erfahrung, es ist ein Kulturschock. Wenn ich mit einem Mediziner reden muss oder andersrum, er fühlt sich so, er müsse mit mir reden. Das stimmt auch, ist aber eigentlich völlig unpersönlich. Das Ding ist, dass er dann mit einer anderen Fachrichtung spricht. Also interdisziplinär ist in der Praxis nicht so schön, wie es sich anhört. Weil man sich eben nicht kennt. Das fängt bei der Terminologie an, bei der Denkweise, bei, ich sag mal, bei den Sozialstrukturen, alles Mögliche. Was man aber eigentlich ja will, ist ein gemeinsames Ziel erreichen. Was das ist, ist dann wieder eine Frage der Fachrichtung. Sprich, der Mediziner möchte speziell seinen Patienten helfen. Das wollen wir natürlich irgendwo alle, aber im Einzelnen liegt es natürlich woanders. Also sprich, ich möchte vielleicht einen Algorithmus weiterentwickeln. Ich möchte auf spezielle Daten zugreifen. Datenzugriff, ganz wichtiges Thema. Und vor allem nicht einfach. Letztendlich, ja, haben wir da einen ziemlichen Melting Pot eigentlich.
In Kliniken, was heißt denn das eigentlich? Da haben wir Systeme und Software. Das ist natürlich ein Bereich, wo man normalerweise nicht so sehr drankommt. Das ist sehr geschlossen, das fängt bei den Netzwerken an. Zugriffsregelungen, so ist aus unserer Sicht, Entwickler, Forscher, es ist alles sehr starr. Was wir kennen natürlich, ist das sogenannte Krankenhausinformations- und Arbeitsplatzsystem oder KISKAS. Da ist eigentlich vermeintlich so alles drin, was in der Klinik abgeht. Stimmt leider nicht. Letztendlich, es gibt ein paar große Player in der Richtung. Das ist ACFA mit Orbis, das ist zum Beispiel das, was hier in Bonn läuft. SAP ist ein ganz großer anderer Hersteller. Es gibt noch ein paar wenige andere. Letztendlich, eine Klinik braucht so ein System. Das ist heutzutage unumgänglich, wobei ich mich selber gewundert habe. Nach den Informationen, die ich bekommen habe, hat selbst die Uniklinik Bonn, ich glaube Anfang des Jahrtausends, dieses System bekommen. Und ich weiß nicht, wie es da vorgelaufen ist. Ich habe nicht gewagt zu fragen, ob das alles auf Papier war oder in Excel-Sheets, keine Ahnung. Letztendlich, die Hauptaufgabe von so einem KISKAS-System, außer dass Mitarbeiter Zugriff auf die Patientendaten bekommen, und zwar geregelt, ist letztendlich, naja, Abrechnung. Wenn ich eine Klinik führen will, muss ich gucken, dass ich die Kosten, die ich da habe, irgendwo wieder abrechne, und zwar mit den Krankenkassen. Das ist auch so ein ganz klassischer Medizininformatikbereich. Ich habe auf der einen Seite ganz klassisch Diagnosen, das ist ICD-10, ICD-11 ist in Entwicklung, ist so ein Terminologiesystem, wo ich dann sagen kann, okay, der Terminus E28b beschreibt mir eine Schilddrüsenmangelernährung, sonstiges, was weiß ich. Das sind eben diese Dinge, die man computerlesbar haben möchte. Das ist auch nicht beliebig präzise, sondern naja, man versucht es eben auf den besten Wege mit maximal 4 Leveln abzudecken. Auf der anderen Seite gibt es eben die sogenannten OPS, das sind die Codes, um das Ganze irgendwie mit Behandlungen zu kodieren. Also was habe ich bei demjenigen gemacht? Und es gibt das DRG-Mapping, das heißt letztendlich, ich will natürlich so das abbilden, dass ich der Krankenkasse glaubhaft vermitteln kann, dass ich einen Beinbruch mit einer OP geheilt habe und nicht mit einer Aspirin. Das heißt, es gibt gewisse Mappings, die sind erlaubt, und solche, die nicht erlaubt sind. Hauptnebendiagnosen, ganz klassische Medizininformatik-Vorlesung. Das läuft alles in dem KISS ab. Und viel mehr eigentlich nicht, nach dem, was ich weiß. Sobald es also um so Daten geht, die ja nicht naturgemäß reingehören, ich sage jetzt mal Massendaten, Messergebnisse aus dem Labor, die sind in eigenen Systemen. Ich habe mich gewundert, wie lang das Wort ist, deswegen nutzen wahrscheinlich auch alle Leute die Abkürzung. LIMS und RIMS sind so die beiden klassisch großen Systeme. Labormanagement in dem Umfang, wie es in der Klinik oder auch sogar in der Uniklinik betrieben wird, geht ohne IT nicht. Das sind meistens historisch gewachsen, liebgefolgepflegte Systeme, die auch nicht so einfach integrierbar sind. Die haben also eine gewisse Koexistenz. Da gibt es Schnittstellen. Ich stelle mir das immer so vor, dass die Administratoren von beiden Seiten das ordentlich ausfechten. Es ist eben relativ schwierig. Es hat ursprünglich nicht zusammengehört, das merkt man. Das andere ist die Radiologie, Bildmanagement. Ganz großes Thema, sowas geht nicht in KISS rein. Die Hersteller der Geräte bringen da eigene Lösungen mit. Und das ist eben noch nicht alles. Also ich habe mal geguckt, was dann so bei Google rausfällt. OP, das OP-Management-System. Wir haben heutzutage Biobanken, ganz großer Bereich. Das ist eben nicht nur Blut und Ähnliches, sondern tatsächlich wirklich auch Tumorschnitte, alles Mögliche. Das braucht natürlich auch ein System. PACS, das Picture Archive System, ist natürlich mit dem RIMS eng verwandt. Auch da gibt es natürlich Leute, die das schön ausdiskutieren, was gehört wo und was ist das schon noch ein Klinikinformationssystem oder ist das ein Sekundärsystem, weil da sind ja eigentlich keine richtigen Patientendaten drin. Großes Thema, weil Patientendaten immer schwierig sind, ja personenbezogen. Ja, und dazu kommt der ganze andere Kram, Monitoring. Ich war vorhin in München, als ich dann gehört habe, dass die Jungs dann tatsächlich in der ach so langweiligen Routine-IT irgendwie mittlerweile am Petabyte-Bereich kratzen, das war schon heftig. Also das will natürlich irgendwie orchestriert werden. Da ist eine Rechenleistung und die möchte ganz gerne natürlich Betreuung. Telefonie, IP-Telefonie, auch große Umstellungen in den letzten Jahren gewesen, spielt alles da rein, Bestellwesen, und man glaubt, man kann die Liste beliebig fortsetzen. Was sind jetzt eigentlich klinische Informationen? Also letztendlich habe ich mal so eine Definition ausgegraben, deswegen als Zitat. Das ist, klingt relativ sperrig, ist es auch.
Es gibt so ein paar Schlagwörter wie zum Beispiel Dokumentation, Anamnese, Befunde, Diagnosen. Also die rechte Hälfte, das sind alles so Dinge, die kennt der Kliniker. Eine Anamnese, was hat derjenige, oder beziehungsweise was habe ich mit ihm besprochen, was habe ich für eine Befundung, eine ganz offizielle Diagnose, gehen wir in den Kodierungsbereich wieder rein. Was mache ich mit ihm, Therapeutika, welche Medikamente gebe ich ihm. Das ist alles, naja, klinische Informationen, Kommunikationsunterstützung, Entscheidungsunterstützung, sehr allgemein gehalten, aber man kommt relativ schnell in den Bereich rein. Und spannend wird es dann, ob diese klinischen Informationssysteme in dem Moment als Medizinprodukt klassifiziert werden. Das hängt, Zitat, von der Zweckbestimmung ab und kann nicht global beantwortet werden. Wer bestimmt denn das? Naja, Hersteller und Anwender. Also wenn ich mir ein System reinhole, muss ich erstmal natürlich wissen, wie ist das mit dem Hersteller, der das Ganze deklariert hat? Ist das ein Medizinprodukt? Wenn ja, was sind eigentlich Medizinprodukte? Da wird es nämlich auch nochmal interessant. Software ist ein Medizinprodukt, wenn der Hersteller sie zur Diagnose, Therapie oder Überwachung von Krankheiten und Verletzungen vorgesehen hat. Ja. Und, was dazu noch kommt, ich gebe Patientendaten ein und kann eine Diagnose- und Therapieempfehlung ableiten. Damit bin ich auch im Medizinproduktebereich. Na gut, das klingt jetzt erstmal alles ziemlich künstlich. Okay, Medizinprodukte, Häkchen dran. Nee, nicht Häkchen dran, weil das Ganze ist ja ein bisschen aufwendiger. Das heißt, was dann auf mich zukommt, ist erstmal grundsätzlich eine Dokumentationspflicht. Wenn ich solche Software verwende, muss ich zusehen, dass für den Fall, dass was schief geht, das ist immer die grundsätzliche Überlegung, weil Versicherungen möchten gerne Informationen haben. Ja, muss ich dokumentieren, wie ich das Ding aufgesetzt habe, wie ich es betrieben habe. Ich muss Mitarbeiter schulen, auch nicht ohne. Excel kann vermeintlich vielleicht jeder, bei anderen Sachen sieht das eben anders aus. Klinik-Arbeitsplatzsystem, KAS, da muss ich den Leuten zeigen, wie es geht, wenn die da missbauen. Wollen wir nicht drüber nachdenken. Wird natürlich gemacht für diese Standardsysteme. Ich muss aber auch regelmäßig prüfen, läuft das Ding noch so, wie es soll. Ich muss eventuell Updates ziehen, ich bin jetzt auch updatepflichtig. Das ist ein relativ eng geregelter Rahmen. Das heißt, wir sind bei Zertifizierung und Lizenzen und das heißt natürlich ein konsequent Geld. Also, wir sind bei den ganzen Medizinprodukten einfach in einem Bereich, wo spätestens durch das Risiko für den Patienten, der sich natürlich in die Betreuung einer Klinik gibt, ja, verursachen Kosten letztendlich. Das heißt, diese, und ich bin jetzt mal fies, diese Bastellösung aus dem Entwickler-Informatiker-Bereich, das ist meistens so direkt mit der Frage erschlagen, ist das sicher? Kann man das anwenden? Was gibt's da für Vergleichsgeschichten? Nee, das können wir nicht machen. Klingt also jetzt ein bisschen nach Spaßbremse, ist es vielleicht aus dieser Sicht auch, im Prinzip ist die Frage Open Source, wo man ja vieles machen kann, wo man nicht vom Hersteller abhängig ist. Wenn ich in einem Orbis was ändern möchte oder in einem SAP, aufwendig, müsste ich theoretisch wieder zertifizieren lassen. Das sind Änderungen am Originalprodukt. Ja, geht das denn überhaupt noch? Der Witz ist, ich habe dann irgendwie direkt an diese Aussage gedacht. Open Source und Linux ist ja irgendwie so ein bisschen analog verwendet. Wer noch Steven Ballmer kennt, den ehemaligen CEO von Microsoft, der hat sich 2001 in dieser Aussage verstiegen, Linux wäre ja wie Krebs. Das wäre was ganz Furchtbares. Und weil er der Meinung war, wenn ich irgendwo Linux einsetze und damit Open Source, dann greift quasi dieser Effekt um sich. Das war insofern nicht korrekt. Das war zu einem Zeitpunkt, wo die Lizenzen, diese Open-Source-Lizenzen, die man einzeln stellen, vielleicht auch schlecht beschrieben waren, zu verschwurbelt. Er hat natürlich diese Lücke genutzt und damit für sein Produkt geworben, zu sagen, ja, das ist alles Spielkram, das ist alles Mist und im schlimmsten Falle, wenn ihr es einsetzt, holt ihr euch die Pest ins Haus. Stimmt natürlich so nicht. Der Herr Ballmer wusste das auch. Der hat sich vor relativ kurzer Zeit, ich meine, das sind jetzt gerade mal 2 Jahre, da war er nicht mehr CEO, sondern hat seinen Nachfolger beglückwünscht, dass er sich jetzt an Linux anlehnt und das Ganze ein bisschen offener gestaltet und das wäre ja genau richtig. Und relevant ist letztendlich in meinen Augen, da sind wir wieder beim Geldthema, die Sache mit dem Umsatz steigernd. Also kurz gesagt, es geht eigentlich um Geld, wie überall im Leben, muss man leider so sagen. Und es war für ihn der richtige Schritt.
heutzutage, das würde ich jetzt aus der Aussage so rausnehmen, so nach dem Motto, jetzt denken alle, ach gut, dann gibt es jetzt Linux in Koexistenz. Ja, ich habe in München ein Bioinformatiksystem aufgesetzt im Routinebetrieb, hat auch soweit funktioniert. Da gab es sogar Lizenzen für SUSE Linux Enterprise Server, was jetzt nicht so ganz Open Source ist, aber zumindest mal ein Unix, wo die Bioinformatiker eigentlich das als Grundvoraussetzung sehen. Auf Windows Bioinformatik betreiben ist eigentlich effektiv möglich, geht nicht. Ja, die hatten zwar so Lizenzen, aber es kannte sich keiner aus. Sämtliche Server, Arbeitsplätze, alles Windows. Windows Server 2003, dedizierte Systeme, alles Mögliche, nur ja, Slash haben wir auch. Ja, kannst mal ausprobieren. Ich war ganz glücklich, dass unser Admin, also im Forschungsinstitut, das Gleiche eingesetzt hat und mir entsprechend helfen konnte, aber letztendlich, SUSE ist jetzt auch nicht so der absolute Standard, man kommt damit klar, aber wenn man von den eigenen IT-Lern, wo man das ganze Ding aufsetzen muss, keinen Support kriegen kann, na gut, ist eben so, man kann es den Leuten nicht vorwerfen, das ist effektiv Tatsache. Ja, aber gibt es trotzdem. Ich bin jetzt heute Morgen durchs Forum gegangen oder heute Mittag und habe so ein paar Dinge gesehen. Da unten war zum Beispiel MySQL-Stand. Ist natürlich Open Source, wird verwendet. Das gleiche gilt für Firefox. Man hat mittlerweile auch eingesehen, dass Internet Explorer 6 keine Alternative in der Klinik ist, auch wenn der irgendwie natürlich hardcore lizenziert ist und ja, aber es war dann natürlich trotzdem irgendwann mal ein Sicherheitsproblem. Firefox ist mittlerweile breit akzeptiert. Es wird garantiert Apaches irgendwo laufen. Ubuntu, wie gesagt, hat mich jetzt persönlich nicht gesehen, ist aber die realistischste Chance, dass man sowas auch mal sieht. Vielleicht nicht im direkten Versorgungsbereich, aber so da dran. Was es sonst noch gibt, und ich muss zugeben, von den dreien, die jetzt da stehen, kenne ich persönlich nur Open Clinica über einen Kollegen. Naja, und dann gibt es eben so ein paar Toolboxen, Open eMed, heute mal die Website angeguckt, da gibt es eben, Zitat, Softwarestücke, die sind kein out of the box, es funktioniert alles Ding, aber man könnte sich da super bedienen, das ist Java-Code und mal einbinden und ja, das ist ein Startpunkt. Aber letztendlich eine Klinik, die komplett auf Open Source läuft oder zu großen Teilen, derzeit nicht. Es gibt eben gerade im Forschungsbereich klinische Studien, da wird es eben interessant, weil die Leute sehr stark zugeschnittene Systeme oder Interfaces brauchen, da wird sowas verwendet, ist aber natürlich sehr aufwendig. Einfach das Ganze zu maintainen, einzurichten und so weiter. Ja, in der Realität ist es eben einfach so, das war mal anders, also vor, ich sage jetzt mal vorsichtig, 25, 30 Jahren, da wurde IT in eine Abteilung geschmissen in einem Klinikum. Da gab es Leute, die haben sich für Forschung interessiert und Leute, die haben sich interessiert für ja die Routine, das musste eben gemacht werden. Das ist auseinanderdividiert, ich leite das jetzt so ein bisschen von den Erfahrungen in München ab. Das heißt, es gibt jetzt eine Forschungs-IT und eine Routine-IT. Die Forschungs-IT ist meistens dann an der Uni, weil einige Unis ja ihre Unikliniken quasi ausgegliedert haben. Auf die Problematik gehe ich jetzt gar nicht ein. Es sind eben zwei juristische Personen in dem Moment. Aber naja, was zeichnet die denn aus? Also die Routine-IT ist eben, naja, die haben wenige definierte Anwendungen, die haben sehr enge Anforderungen an Zeit und Präzision. Wenn es zu langsam geht, dann naja, nehmen wir mal so ein Operationsmanagementsystem, der Patient liegt unter dem Messer, das soll bitte dann auch in Echtzeit ablaufen. Leider sind diese Leute chronisch unterbesetzt, das heißt, man ist da sehr bemüht, aber letztendlich, ein Mensch hat seine 100-120% Belastbarkeit und das war's. Trotzdem sind die Leute teamstark und die haben eben dieses Big-Picture-Denken. Das ist also sehr, sehr strategisch ausgerichtet. So als Tipp für das Fotos kommen noch mehr Punkte. Genau, also entsprechend, es passiert da eine ganze Menge, aber es ist letztendlich völlig anders als bei der Forschungs-IT. Doktoranden, Wissenschaftler, Forscher jeglicher Couleur. Es gibt also eine ganze Reihe von Einzelkämpfern, die leider eben unter Erfolgsdruck stehen. Man möchte kreativ sein, man braucht Möglichkeiten, man muss sich auf diesen Dingen irgendwie austoben. Es gibt also zahlreiche undurchsichtige Anwendungen eigentlich. Also wenn ich dann mit einem neuen Tool in die Routine-IT gehe und sage, ich brauche das hier auf meinem Windows-Rechner, das ist so ein Ding, das brauche ich jetzt. Und damals war es tatsächlich der Firefox, da war so, nee, ich weiß nicht. Und na gut, aber sei vorsichtig. So, gut. Also letztendlich, Routine-IT ist kommerziell,
tatsächlich Microsoft-lastig. Die anderen Konzerne sind natürlich da irgendwo auch mit bei, wie gesagt, Kiss Cars. Und das Ganze ist per Definition konservativ. Auf der anderen Seite, Forschung, es sollte natürlich frei sein, ist Unix-orientiert. Ich gehe jetzt von der Bioinformatik ein bisschen aus und ist experimentell. Ich will was Neues ausprobieren. Warum ist das gut so? Fehler in der Routine-IT kosten Menschenleben im Zweifelsfalle und bei uns eigentlich nur Zeit. Na gut, ist blöd gelaufen, hätte man sich irgendwie sparen können. Gut, ist ein Erfahrungswert. Klingt so ein bisschen nach Developern und Administratoren, finde ich. Ist auch so. Und das geht gerade zusammen. Ich meine, Developing ist ein eigenes Thema, ist so gerade eigentlich schon so vom Buzzwording schon wieder im Abgang, aber es ist eigentlich die Analogie. Was es aber muss, ist Open Source. Es geht gar nicht anders. Ich habe jetzt mal das Beispiel Krebsdiagnostik rausgezogen. Das war der Bereich, wo ich da in München unterwegs war. Ist hoch interdisziplinär. Ich komme nicht mit nur einem Mediziner oder Onkologen aus. Ich brauche eben auch einen Epidemiologen, also mit dem Statistiker ist eine klassische Verbindung. Da gab es immer so ein bisschen Berührungsängste. Man versteht ja nicht. Man braucht irgendwas, man ist abhängig, ist blöd, aber geht schon. Da gibt's Erfahrungswerte. Mit den Informatikern, das ändert sich jetzt gerade. Man muss mit den Leuten ja reden. Das funktioniert auch soweit. Letztendlich habe ich hier bei der Krebsdiagnostik so ein bisschen, ich habe persönliche Daten, also sprich, ich habe patientenbezogene Daten, die nicht in den KISS reingehören. Meinetwegen Genomik. Ich habe einen Tumor sequenziert und ich brauche das externe Wissen dazu. Und zwar über das Wissen des einzelnen Klinikers hinaus. Ich brauche Datenbanken, es gibt den ganzen Kram, die Bioinformatik habe das letztendlich aufgebaut über 20, 30 Jahre. Wie komme ich da dran? Ich meine, klar, alles, was Website getrieben ist, kann ich machen. Ich kann mich bei NCBI einklinken und sagen, gut, hier, gib mir mal irgendwie das und das Gen und zeig mir das mal im Kontext. Ist aber alles Website. Also, eignet sich nicht für meine persönliche Fragestellung und vor allem nicht für den breiten Kontext. Jetzt gab's Wurzen. Und klang total gut, oh, das Ding hat Jeopardy gewonnen und jetzt machen wir damit Krebsforschung, weil das Ding muss ja nur Daten einsaugen und daraus dann entsprechend Vorschläge generieren. Answering Machine war dann das Tagword. Naja, das sind so ein paar News, die ich jetzt mal ausgegraben habe, die aus Google rausgefallen sind. Also ist Andy Anderson, ganz großes, auf Krebs spezialisiertes Klinikum in den USA, hat das Ding installiert, mit IBM sehr zusammengearbeitet, die haben alles Mögliche da reingesteckt, letztendlich 62 Millionen Dollar werden angerechnet. Naja, und die Ansage war dann so, naja, so Handlungsempfehlungen rausfallen, die wären völlig daneben. Also man hat das Ding jetzt dann aus Sicherheitsgründen per Notbremse gestoppt, nicht deinstalliert, also es ist irgendwie noch da, aber es wird nicht mehr verwendet. IBM beklagt sich, naja, sie hätten das ganze Ding ja trainiert auf nicht echten Daten. Und danach hätten sie das ganze Datenmanagementsystem umgestellt und dann kann das ja gar nicht funktionieren. Also es ist wieder so ein bisschen Kommunikationsproblematik, aber auch, an welche Daten darf ich eigentlich dran und wie sehen die aus? Ist eine etwas unglückliche Geschichte. Man hat eben hochgepokert und hat entsprechend verloren. Tod ist das Thema nicht, aber es ist eine Ernüchterung. Was aber derzeit tatsächlich Fakt ist, und das passiert in den großen Unikliniken, sind die sogenannten molekularen Tumorboards. Das heißt, ich habe ein Fachgremium und das sieht dann auch wirklich so aus. Da sitzen dann Leute, einige mit Laptop, Projektionsfläche, wie auch immer. Da sind Kliniker bei, da sind Biologen, sprich Tumorbiologen speziell dabei. Und ich habe Datenanalysten, Bioinformatiker, Statistiker, Epidemiologen und so weiter und so fort. Das ist vom Fall abhängig. Da werden also wirklich 1, 2, 3, 5 Leute in einigen Stunden besprochen und von allen Seiten beleuchtet. So, die Idee ist natürlich wieder so ein bisschen werkzeugabhängig. Bioinformatik ganz kurz, extrem Open Source orientiert, finde ich toll. Im Moment gibt es so eine Bewegung oder seit einigen Jahren von Tools zu Plattformen und Workflows. Mich interessiert eigentlich gar nicht mehr, was macht das einzelne Tool. Ich versuche mich eigentlich bei dem Ganzen von Algorithmik auf Usability ein bisschen zu fokussieren, weil die Algorithmen sind gut, muss man einfach so sagen. Ich erwähne ganz gern Galaxy, hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass das die Plattform ist, die gut funktioniert, die angenommen wird, die echt eine Userbase hat und in meinen Augen sehr erfolgreich. Was ich allgemein machen will in dem Bereich, ist eine Datenreduktion und Abstrahierung. Also will ich im Prinzip Daten überführen in neues Wissen. Das ist nämlich nicht das Gleiche.
Das heißt, ich habe irgendeine Bioprobe, ich habe ein Gerät, was dann mir daraus Daten generiert. Das sind meistens so Gigabytes bis Terabytes. Ich habe eine magische Maschinerie, die das Ganze verarbeitet. Da ist auch viel Handarbeit dabei. Und zum Schluss kriege ich eine Aussage. Das ist meistens eine Liste von Gennamen zum Beispiel. Jetzt habe ich das Ganze Entscheidungsunterstützung genannt. Was ist denn Entscheidungsunterstützung oder was sind dann diese Systeme? Die sollen mich, und das ist eben das Wichtige daran, das richtige Wort ist nicht Entscheidung, sondern Unterstützung. Also letztendlich muss ich diesen Eindruck loswerden, dass ich zwar vieles weiß, aber noch viel mehr nicht weiß. Also letztendlich, der Kliniker ist heute in der Position zu sagen, na gut, er ist irgendwo immer noch gegenüber dem Patienten der Halbgott in Weiß, aber wie das uns allen so geht, ich weiß jeden Tag mehr, dass ich weniger weiß. Also es ist unglaublich viel Kram unterwegs. Und was mir so ein System eigentlich machen soll, ist, zieh mir die Informationen zusammen und stell die mir so dar, dass sie mir helfen. Also mir bringt es eigentlich nicht, in Google rumzuwühlen. Das ist zwar immerhin schon eine Suchmaschine, aber das sind Fachinformationen, die ich suche. Und zwar auf der genetischen, auf der Proteinebene, Stichwort Multi-Omics. Wo gucke ich als erstes hin? Ich habe also unglaublich viel Information und Daten, aber ich kann ja nicht alles gleichzeitig aufnehmen. Zumindest nicht in der Form, wie die Sachen normalerweise da vorliegen. Also letztendlich, ich brauche Forschungsoptionen. Welches Gen gucke ich mir als nächstes an? Und ich brauche Therapiepläne im besten Fall. Also nach dem Motto, du bist Typ B, da können wir nicht die Standardoption nehmen, da müssen wir das andere Medikament nehmen. Weil, Begründung ist auch mal gut. Wichtig ist aber, der behandelnde Arzt trifft die Entscheidung zum Schluss selbst. Also diese Angst, oh Gott, jetzt kommt Kollege Computer und nimmt mir die Arbeit ab und der Patient sagt, gut, ein Computer entscheidet für mich, das ist aber nicht gut, gibt's gar nicht. Es ist Unterstützung, nochmal. Und was reinspielt, ist letztendlich die praktische Erfahrung, das ist also meine und die meiner Kollegen. Ich muss also wissen, was ist da in der Vergangenheit schon gewesen, und im Uniklinikum sehe ich natürlich mehr als in der Hausarztpraxis. Kann aber auch Glück haben, es ist limitiert von vornherein. Ich habe Leitlinien der Fachgesellschaft, und das heißt meinetwegen bei Brustkrebs, wo das auch gut bis in die Molekularbiologie reingegangen ist, gibt es Anweisungen wie den und den Test als erstes, abhängig vom Ergebnis, das ist wirklich ein Entscheidungsbaum. Auch das sind nur Empfehlungen, der Kliniker entscheidet. Und dann habe ich eben die ganzen Rutschpublikationen. Das ist extrem viel. Ich habe mal nachgeguckt, derzeitige Schätzung, und derzeit heißt es von 2010, eine Verdopplung der Publikation alle 13 Jahre. Das schaffe ich beim besten Willen nicht zu lesen, vor allem nicht mit Klinikalltag, auf keinen Fall. Ich bezweifle übrigens, dass das für Wissen gilt. Die Publikationen, das ist so ein Vorwurf, sind immer mehr auf Publikationen und nicht auf Inhalt ausgerichtet, weil man damit eigentlich belohnt wird. Zwei Paper mit wenig Inhalt bringen mir mehr Fame, wie auch immer, was da eben angerechnet wird als mein Forschungserfolg, als ein großes. Was ist eigentlich mit negativen Ergebnissen? Es ist völlig unpopulär zu sagen, das hat nicht funktioniert, ist aber für mich eine wichtige Information. Wenn ich weiß, dass Medikament A auf Krankheit X nicht funktioniert, zumindest in diesem Patienten und noch in drei weiteren, wäre es ja gut, das bei dem nächsten nicht auch noch auszuprobieren. Letztendlich, das ist jetzt mal tatsächlich ein Ausschnitt aus meiner Dissertation, man landet immer bei Excel-Tabellen. Deswegen habe ich das in den Titel mit reingenommen. Das sieht erstmal schön aus, weil man hat ja strukturiert Informationen vorliegen. Und das ist eigentlich auch eine übliche Situation. Tür fliegt auf. Ich habe hier eine Excel-Tabelle auf dem USB-Stick. Und freudestrahlend. Da hängen dann meinetwegen schon mal ein halbes Jahr Arbeit davor. Vielleicht auch mal 2 Terabyte Daten und ganz viel und hin und her. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Ja. Hängt total vom Use Case ab. Generell gilt aber, als Input ist das gut, weil strukturiert, ich kann das einlesen in R, in Sonstiges. Aber als Output ist es eigentlich, ich will es nicht sagen Körperverletzung, aber es hilft mir nicht. Also letztendlich, wenn ich jetzt da so 8 Gennamen habe, ist okay, dann kann ich damit in irgendeine Datenbank gehen und sagen, wer bist du eigentlich? Damit ist mir schon mal ein bisschen geholfen. Wenn ich aber nach allen Reduktionen, die nach automatisierten Methoden, ich dann immer noch auf 520 lande, von 20.000 Genen vielleicht, dann ist das eine tolle Reduktion, aber ich scroll dann den ganzen Feierabend. Also irgendwie hilft mir das auch nicht so wirklich weiter. Der Punkt ist eben,
gibt es auch eine schöne Publikation zu, das Gehirn arbeitet parallel und nicht sequenziell. Wenn ich eine Tabelle habe oder Volltext, dann muss ich das Ganze sequenziell lesen. Ich kann das gar nicht speichern. Also letztendlich irgendwann gibt es da den berüchtigten Stack Overflow und das war's. Mir entgehen auch Sachen. Also letztendlich Visualisierung. Denn, das ist so der ganze Themenbereich Visual Analytics, ich kann parallel verarbeiten. Der Mensch ist ein Top-Mustererkenner, der kann unglaublich viele Informationen aufnehmen. Er kann das aber nicht mit solchen abstrakten Geschichten wie Tabellen und Text, aber er kann es mit Bildern. Es gibt diesen blöden Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und es stimmt. Und an dem Bild fand ich es tatsächlich auch einfach witzig, Dinge, die man im Hinterkopf hat, ja, auch das Sehzentrum. Also letztendlich da ist der visuelle Kortex untergebracht, die Information, die Abstraktion der ganzen Geschichte, also das, was ich sehe, zu interpretieren, passiert natürlich weiter vorne, aber da fängt alles an. Das heißt, wenn ich ein tolles Bild kriege und wenn das auch noch so abgespaced aussieht, wenn das irgendeiner Logik folgt, kann ich daraus irgendwas rausziehen. Einfachster Fall, Graphen. Ich kann mir eine große Tabelle angucken, ich kann mir das Ganze auch grafisch plotten und aufarbeiten. Wunderbar. Ich sehe vielleicht ein verstecktes Muster, zum Beispiel, dass ich eine bimodale Verteilung habe, dass sich zwei Kohorten in der Studie zum Beispiel unterscheiden in Bezug auf einen Wert und ich das die dann nicht einfach zusammenschmeißen kann. Ich sehe vielleicht auch dann eben genau diese Biases und kann sagen, okay, das geht so nicht, ich muss das eben vorher normalisieren, irgendwie, damit es vergleichbar ist. Und ich kann Trends erkennen. Wenn ich eine ansteigende Zahlenreihe habe, sehe ich das vielleicht, aber mir ist es absolut klar, wenn ich es als Plot vorliegen habe. Themenbereich Bildanalyse. Ein Kollege von mir, Tim, hat heute noch einen Vortrag über Bildanalyse gehalten, also Segmentierung. Das ist ganz klassisch in der Radiologie letztendlich. Wo ist der Tumor? Ich möchte mir vielleicht keine 100.000 Bilder angucken, gerade wenn es um Schnittgeschichten geht. Also ich will dann aus dem Stapel von 500 Bildern die drei Stück haben, wo der kleine Tumor drauf ist. Ich will die nicht alle durchklicken. Kann ich nicht. Irgendwann werde ich an mir schogeln. Da kann ich was über Segmentierung machen. Ich kann mit Farben arbeiten, also sowas wie Negativbilder. Da gibt es eine ganze Reihe tolle Sachen. Wie ist denn das mit Wissen jetzt? Also ich meine letztendlich, Wissen ist ja nicht das gleiche wie Daten. Und es ist vor allem viel, viel abstrakter. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Hier gilt umso mehr, hängt vom Use Case ab. Also wenn ich Beziehungen in einem sozialen Netzwerk zum Beispiel, ich habe jetzt da Netzwerke schon drinstehen, darstellen will, dann sieht das vielleicht völlig anders aus, als wenn ich jetzt eine Explosionszeichnung von einem Motor darstellen möchte. Also ich meine, im Prinzip ist es ja relativ egal, aber jetzt mal rausgezogen, habe ich mal jetzt Suchmaschinen und Netzwerke. Klingt erstmal nicht so intuitiv, wenn wir von Visualisierung sprechen, aber ja gut, Suchmaschinen, Google kennt jeder, glaube ich. Viele kennen auch da ganz tolle Alternativen zu. Grundsätzlich ist es aber so, das Ding sucht mir anhand meiner Suchkriterien, die ich als Text eingebe, die aber für mich eine Bedeutung haben, die Dokumente raus, die potenziell das sind, was ich suche oder das enthalten, was ich suche. Wenn es gut läuft, werden sogar die Sachen gehighlightet, die ich suche. Das heißt, ich brauche mir nicht den ganzen Text durchlesen, sondern ich weiß, welcher Abschnitt das ist. Das ist übrigens genau, wenn man es automatisiert, der Bereich, den wir bei uns am Fraunhofer-Institut hier in St. Augustin machen. Unter anderem Textmining. Also wo finde ich Informationen? Wie kann ich die aufarbeiten? Wie kann ich die auch verallgemeinern? Wenn ich jetzt zum Beispiel nur Gene suche, kann ich bei Google zum Beispiel schon nicht mehr Gene suchen, sondern ich müsste jetzt Namen eingeben. Kann ich nicht immer, will ich nicht immer. Deswegen haben wir bei uns, das so erstmal so als Beispiel, Skyview ist unsere eigene Suchmaschine für auf PubMed zu arbeiten, auf der Datenbank, wo ich eigentlich schon drin suchen kann. Was habe ich hier eingegeben? Ich suche jetzt Publikationen, wo irgendwas mit Darmkrebs ist, wo das Humanprotein TP53 erwähnt wird. Randnotiz, das sind ganz viele, weil das ist einer der Hauptschalter. Und ich möchte dann auch die haben, die irgendwie Lungenneoplasmen mit enthalten. So nach dem Motto, ich interessiere mich für die Verbindung zwischen Darm- und Lungenkrebs. Dann kriege ich sowas. Das ist jetzt auch nicht wunderschön, also nach dem Motto, wie sowas wie ein Netzwerk, wo man sagt, erstmal sagt schön, aber ich finde zumindest die Sachen, die ich suche, und zwar nach Kategorien. Also ich kann jetzt eben sagen, gut, hier habe ich Krebserwähnungen, da sind Wörter wie Tumor, Lungcancer, Cancer, Tumorigenesis und so weiter. Also ich habe dann schon mal verallgemeinert. Das mache ich als Leser auch,
Aber das kann ich eben nur mit wenigen Publikationen machen. Das Ding macht das eben mit allen 20 Millionen Dokumenten, wenn es sein muss, die derzeit in der PubMed drin stecken. Netzwerke, wie gesagt, ich persönlich finde die schöner. Die haben natürlich einen anderen Zweck. Also letztendlich, das ist jetzt auch wieder so ein Beispiel aus meiner Dissertationszeit. Da ging es um funktionale Interaktionen von Proteinen. Also gibt es da irgendwo eine Datenbank, wieder tabellarisch, strukturiert, wie auch immer. Aus denen habe ich dann was raussortiert und gesagt, naja, dann sortiere die noch bitte mal nach Verknüpfungsgrad. Das ist auch ein alter automatischer Algorithmus. Stell mal bitte fest, welche Sachen da funktional zusammenhängen als Cluster, deswegen die verschiedenen Farben. Ja, und dann sehe ich, das hat irgendwie Struktur. Irgendwie sagt mir das was. Also wenn ich dann gucke zum Beispiel, wo gibt es denn Dinge, die ich wiedererkenne? Ist jetzt von der Farbe nicht ganz so toll, aber zum Beispiel oben links dieser relativ zentrale dunkelblau-grüne Cluster, das ist dann aus der Immunologie zum Beispiel ein Mechanismus für die Erkennung von irgendwelchen fremdartigen Proteinen, MHC1 war es zum Beispiel, wo man sagt, boah, toll, das weiß das Ding gar nicht, aber es clustert mir das irgendwie alles zusammen. Die Information ist also irgendwo da. Das ist jetzt bisher nur reine Wissensrepräsentation. Das sieht bei dem Ding genauso aus. Da haben wir aber keine Struktur. Das ist auch eine Forschungsarbeit von uns, eine ältere, von 2015. Wird bei uns liebevoll der Hairball genannt. Man erkennt da eigentlich erstmal nicht viel. Der Witz ist, das Wissen ist da drin und ich kann notfalls dann da reinzoomen und sagen, Moment mal, ich interessiere mich aber für die drei. Wo hängen die? Hängen die irgendwo zusammen? Ich kann Pfade suchen. Da ist eben jetzt keine Strukturierung passiert wie auf der linken Seite, aber der Informationsgehalt ist der gleiche oder sehr ähnlicher, je nachdem. Was ich aber vielleicht machen will, ist meine Daten in dem Kontext sehen. Und da wird es eben interessant, denn wie anfangs gesagt, ich habe grundsätzlich Daten und ich habe Wissen. Ich möchte die beiden eigentlich zusammenbringen, weil Daten und Messungen ohne Kontext, implizit packt man jede Menge Kontext dazu, auch das aber ist limitiert. Und normalerweise, das ist eben die klassische Excel-Tabelle mit den Informationen, ich sehe so einen Gennamen und wenn ich sehr tief in dem Feld drin bin, dann sage ich vielleicht, oh toll, den kenne ich und dass wir den wiedergefunden haben, ist ja großartig. Und dann sind daneben aber vielleicht 7 andere, wo ich dann vermeintlich erstmal denke, ach nee, das ist jetzt ein Zufallstreffer, das hat damit nichts zu tun und ich gehe sofort wieder auf die Sachen, die ich kenne. Ist vielleicht nicht ganz so geschickt. Ist ein menschliches Verhalten, man sucht immer das, was man kennt, man sucht eben wieder Muster. Aber ich will ja vielleicht wissen, naja, was ist denn da Neues? Vielleicht ist da irgendwas, was wir vorher nicht gesehen haben. Und gerade wenn es um sowas wie molekulare Modellierung geht, wie funktionieren Zellen? Also vor 10 Jahren hätte ich auch gesagt, das ist völlig illusorisch, das mit mathematischen Modellen darzustellen. Jetzt, weil es die Datenlage gibt und Wissen generiert worden ist, sieht das schon anders aus. Ich kann zumindest sehr starke Signale auch sehen und interpretieren und ableiten. Naja, ich möchte kurz gesagt meine Daten eigentlich im Kontext. Ich habe jetzt mal die Karte genommen, die ich jetzt auf der Seite davor hatte. Und aus meinen Analysen sind die 3 grünen Böppels rausgefallen. Und jetzt weiß ich zumindest mal grundsätzlich, wo liegen die? In welchem funktionalen Modul sind die eigentlich zu finden? Wenn mir der Kollege jetzt gerade nicht sagt, weiß ich zumindest, ach guck mal, das hätte ich auch übrigens nachgucken können auf irgendeiner Website, der gehört ja zu dem und dem Pathway. Der gehört zu meinetwegen irgendwelchen Wachstumshormonen oder sowas. Oder zum Bereich Immunologie und dann speziell zu dem und dem Unterbereich, also zum Beispiel zur adaptiven Immunologie. Das kann ich schon mal sehen. Ich kann aber auch den Kontext sehen zu dem violetten Böbbel. Das ist nämlich der Repräsentant quasi für das Molekül, für das ich mich interessiere. Das ist ein Oberflächenrezeptor, der auf Krebszellen viel zu häufig da ist und für Wachstum sorgt. Da geht mein Antikörper gegen. Also das heißt, meine Patienten, die hinter dieser ganzen Analyse stehen, die bekommen dieses Medikament und reagieren verschieden darauf. Warum ist denn das eigentlich so? Vielleicht, weil die da in dem Zusammenhang irgendwie Unterschiede haben. Zum Beispiel, dass einer von diesen Grünen modifiziert ist und dann dementsprechend hat das dann Effekte im Netzwerk. Welche Effekte das ungefähr hat und was ich mir auf dem Pfad dazwischen angucken will, das kann ich mir natürlich bei so einem Netzwerk total easy rausziehen und sagen, gut, das ist jetzt immer noch abstrakt, aber ich habe diesen violetten, ich habe den grünen, ich habe auch noch so rote. Was ist denn der kürzeste Pfad zwischen denen? Ganz klassischer Graph-Algorithmus.
Was ist denn die Gesamtzahl der kürzesten Pfade zwischen allen Beteiligten? Ich kann jede Menge Fragen stellen, die ich vorher nicht stellen konnte. Beziehungsweise ich konnte sie stellen, aber ich hätte mir die per Hand mühsam raussuchen müssen und ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber es macht keiner, aus gutem Grund. Also letztendlich, wenn ich so ein Netzwerk habe und das auch noch interaktiv ist, kann ich damit zumindest weiterführende Fragen stellen oder ich weiß, wo ich hingucken muss. Das Ganze bringt uns eigentlich dann zum Themenbereich Interactive User Interfaces. Das ist also genau das, was ich gerade gezeigt habe. Also das ist ein Screenshot aus einem Programm, Cytoscape, werden wohl einige Leute kennen. Mit dem kann ich mir Daten reinziehen, ich kann die mir visuell darstellen, ich kann die manipulieren, ich kann sagen, hier filter das, lösch das, mach das weg, schieb das rüber, ordne mir das neu an. Das ist eine Workbench, nichts anderes. Und letztendlich, klar, den Patienten in dem Moment sehe ich nicht mehr, aber der interessiert mich auch nicht. Es geht mir ja darum zu verstehen, was passiert dahinter und genau das kann ich machen. Es ist also irgendwie intuitiv und es ist vor allem großartig mächtig. Das Wort ist vielleicht ziemlich groß, aber es ist es wirklich. Das Ganze ist im besten Falle hochvernetzt mit internen und externen Daten. Sprich, was habe ich an Informationen für Proteininteraktionen? Was habe ich jetzt noch an weiteren Daten, vielleicht aus meiner Studienkohorte, die jetzt in den letzten Jahren gelaufen ist? Ich will aber vor allem eigentlich unabhängig sein von Spezialisten auf der technischen Ebene, heißt von mir. Denn der Bottleneck, bin ich ziemlich überzeugt derzeit, ist der Bioinformatiker. Letztendlich, wir sind nicht viele. Zum Vergleich, ich glaube, München hat somit den größten Studiengang und die haben pro Jahr so circa 30 Masterabsolventen. Wenn die Zahlen jetzt aktuell anders aussehen sollten, sei mir verziehen, aber letztendlich die Größenordnung zeigt's. Und wir können den Leuten nicht allen helfen. Selbst wenn wir es von der Kapazität her könnten, der Witz ist, dass diese Menschen, die die Daten ranschleppen, wissen, in welchem Kontext die sind. Das heißt, die stellen die viel besseren Fragen. Und letztendlich, wenn man die lässt, auf ihren eigenen Daten rumzurühren, hat man davon was. Was die aber blockiert, ist eigentlich zu wissen, oh nee, ich brauche so einen Informatiker. Das ist schwierig, weil der versteht mich ja nicht. Bei so einer Geschichte braucht er mich nicht verstehen und andersrum auch nicht. Aber wir haben zumindest eine gemeinsame Sprache. Jetzt träumt man von sowas. Es ist eigentlich ganz toll. Das ist auch so die Perspektive, das, was gerne projiziert wird derzeit für die molekularen Tumorboards. Dass eben nicht jeder nur seinen Laptop hat und vielleicht einen Beamer, sondern dass man das so fancy rüberschmeißen kann, so Star Trek-mäßig. Es gibt Startups, die haben diese Dinger. Es gibt sie teilweise schon in Kliniken und wie man es witzigerweise sieht, das ist jetzt eine Bildaufnahme, das ist wieder Radiologie. Also letztendlich ist so die Grundidee gewesen zu sagen, naja, ich muss nicht immer an Originalleichen rumschnippeln, weil vor allem, wenn ich die zerlege, dann sind die auch hinüber. Ich kann reinzoomen, rauszoomen, ich kann Organgruppen wegnehmen und dahinter liegen echte Daten. Also letztendlich wirklich MRT-Scans, CTs und so weiter. Man kann Dinge einfärben, Bildmanipulation, da sind wir wieder bei dem Thema. Und das könnte man genauso gut eben mit molekularen Daten machen. Warum nicht? Sind wir leider noch ein bisschen davon entfernt. Fakt ist, ich muss Tools und Workflows vorbereiten. Das läuft nicht von alleine. Also ich kann nicht dem Anwender zumuten, zu entscheiden, welches Tool er benutzen möchte. Ich muss relativ viel vorbereiten und ihm die Freiheitsgrade lassen, die für ihn Sinn machen. Also auf einem sehr, sehr hohen Level. Parameter können dann sowas wie Farbe oder Ähnliches sein. Das reicht schon. Mal so als Vergleich, das ist der sehr vereinfachte Workflow aus der Dissertation tatsächlich. Die linke Seite ist quasi der Kram mit den wirklichen Patientendaten. Das sind dieses verfügbare Wissen. Das fließt an einem bestimmten Punkt zusammen. Das ist auch nicht vollautomatisiert. Und es ist eben sehr aufwendig. Was der Kliniker aber eigentlich wissen will, ist ja der Bereich. Der möchte sich selber spiegeln und sagen, wie ist das und Ideen entwickeln. Der will sich das Ding angucken, manipulieren. Das ist ein iterativer Prozess. Und wenn er richtig gut drauf ist, dann will er vielleicht Graph-Algorithmen anwenden. Und wenn das nur per Buttonklick ist, ist egal. Was gibt's derzeit? Es gibt ein paar spezialisierte Tools. Also wie gesagt, in der Radiologie gibt's einiges, was man machen kann. Die sind eben per Definition sehr visuell unterwegs. Ich sag mal so, im Studiendesign gibt's einiges, Datenbankabfragen, was habe ich, Patientenrekrutierung, Studienzentralen, da passiert derzeit eine ganze Menge. In der Forschung sind es eben viele generische Geschichten. Also ich nehme jetzt zum Beispiel eine Cytoscape-Instanz her und versuche die entsprechend so aufzusetzen und mit Daten zu füttern, dass ich das bekomme, was ich haben möchte. Ist wieder sehr aufwendig.
generell gilt, das nochmal auf das KISS zurückzukommen, Daten außerhalb sind effektiv verwaist. Wenn ich Messdaten habe in einem Laborsystem, habe ich eigentlich als User, mit User meine ich zum Beispiel den behandelnden Arzt in allererster Linie, eigentlich keine Chance darauf zuzugreifen. Ich muss die anfragen. Ich kriege vielleicht, wenn es ganz schlimm läuft, einen Papierausdruck. Ich komme an die Sachen nicht dran. Und dementsprechend muss ich diese Dinge mir manuell ranziehen. Das gilt auch für das offizielle Wissen draußen im Internet. Worüber ich im Prinzip spreche, ganz große eigene Themenbereiche sind Datenextraktion, wiederum Integration, das Ganze zu normalisieren und letztendlich mit einer Semantik zu belegen. Semantik ist jetzt ein ganz tolles Schlagwort. Ganz simpel eigentlich, was ist die Bedeutung dieser Sachen, die ich da habe? Ich habe einen Zahlenwert. Die Maschine muss grundsätzlich verstehen, was heißt das? Kurz gesagt, ich habe Metadaten. Und ohne die Metadaten sind die Daten eigentlich für die Automatisierung nichts wert, muss man ganz klar so sagen. Das kommt jetzt gerade. Der große Schritt, den wir jetzt gerade eigentlich nachvollziehen, ist, ich will diese Daten sehen. Das KISS, wie gesagt, ist eigentlich primär zur Abrechnung, hat mit Visualisierung nicht viel am Hut. Wer SAP kennt, es hat immer so diesen leichten 90er-Jahre-Anstrich. Es ist funktional. Es ist aber nicht dafür da, durch Daten durchzuwühlen. Es soll ja auch verhindert werden. Also, aber ich habe selbst als behandelnder Arzt habe ich ein Problem, auf meine Patienten zuzugreifen. Wenn ich zum Beispiel sehen will, wie das mit den letzten 50 Patienten ist, die ich behandelt habe mit der und der Medikamentierung, tja, was mache ich denn dann? Also die kriege ich so ohne weiteres nicht. Da sind teilweise medizinische Doktorarbeiten, die beschäftigen sich monatelang damit, aus irgendwelchen ominösen Datenquellen Informationen rauszuziehen, damit ich die erstmal an der Hand habe. Das können eben auch Excel-Tabellen sein, Word-Dokumente, alles Mögliche. Die Integration ist eben auch das, was wir gerade in einem Projekt machen mit der Uniklinik hier in Bonn. Und das scheint zu funktionieren. Die Perspektive, deswegen so ein bisschen am Rand die Werbung, wir haben uns für dieses Tool entschieden. ClickView ist kein Open-Source-Produkt, ganz klar, aber es bringt eben diese Visualisierungsgeschichten mit. Das ist jetzt ein Interface, das haben die eben in der Google-Bildersuche liegen, für irgendwelche Business-Intelligence-Cases. Dass man einfach sieht, okay, was habe ich verkauft? Das geht natürlich auch für die ganzen klinischen Daten. Wie haben sich die Menschen verhalten? Wie ist das mit irgendwelchen Messwerten? Das wollen wir eigentlich zusammenbringen und das ist eigentlich schon nur die Essenz aus dem ganzen Thema Datenextraktion und Integration. Ich muss das irgendwie in ein System bringen, wo ich das strukturiert abfragen kann, also eine Datenbank eigentlich. Normalisieren muss ich das unter Umständen auch, das heißt, wie kriege ich diese Sachen eigentlich so zusammen, dass ich die über 15 Jahre auch gemeinsam verwenden kann. Meinetwegen gab es ein anderes Messgerät ab 2008, das hat einen anderen Wertebereich. Da gibt's Dinge jenseits von Gut und Böse, die sind einfach Fakt. Da hat sich auch keiner was bei gedacht, wäre auch gar nicht drin gewesen. Im Prinzip gucken wir jetzt, dass wir da aufräumen. Aufräumen klingt wie totales Chaos. Nein, der Betrieb funktioniert eben einfach. Aber sobald es um Forschung geht und freie Fragestellungen, wird es eben schwierig. Spannenderweise gibt's jetzt vom BMBF eine Förderung. Ich habe es mal gerade ein bisschen hervorgehoben. Das ist die sogenannte Medizininformatik-Initiative. Und letztendlich wichtig für die ganze Geschichte ist das sogenannte Datenintegrationszentrum. Tolles Wort. Wird an mehreren Standorten so gehandelt, also es gibt mehrere Konsortien, die so ein bisschen in, ich will nicht sagen Konkurrenz, aber parallel gefördert werden und man will nachher so ein Best-of daraus machen. Also letztendlich ist die ganze Idee bei der Geschichte, ich möchte Daten aus der Krankenversorgung und aus der Forschung zusammenführen und mit denen was Sinnvolles machen. Medizininformatik, plakativ gesagt, aus der staubigen Ecke rausführen. Das ist auch dringend notwendig. Medizininformatik ist nicht mehr Datenbanken und SQL-Abfragen, das ist einfach vorbei. Das ist selbstverständlich. Die Sachen sind letztendlich da, aber wenn ich jetzt anfangen will mit sowas wie Semantik, das wird eben in der Medizininformatik-Ausbildung, ich lasse mich da auch gern korrigieren, nicht so wirklich als zentrales Themenfeld gelehrt. Das ist ein Paradigmenwechsel. Also letztendlich ist das hier so ein bisschen, jetzt machen wir es richtig und das ist auch der einzige Weg. Also ich weiß nicht, wo hatte ich es hervorgehoben? Da drüben 150 Millionen Euro gehen über die nächsten Jahre da rein. Das klingt jetzt erstmal viel, aber wenn ich die Menge an Partnern mir angucke, das wird auf jeden Fall ankommen. Es ist nur die Frage, was passiert. Es ist eine ganz spannende Fragestellung. Es ist was Neues. Wir werden sehen, was da passiert, aber
diese Datenintegrationszentren sind der erste Schritt. Was ich dann damit nachher anfange im Einzelnen, das kommt eben auf den Themenbereich auch an. Also das ist vertreten, steht hier unten sogar drin, Spezialisierung in Multiple Sklerose, Parkinson, Kardiologie, alles Mögliche. Es ist also erstmal die Medizin so ein bisschen versucht abzubilden. Tja. Und jetzt? Jetzt habe ich relativ wenig über Entscheidungsfindung konkret geredet, einfach weil es sie noch nicht so wirklich gibt. Also nicht so, dass es sich für einen ganzen Talk lohnt, jetzt ohne Werbung zu machen. Es ist, ja, es ist alles am Anfang eigentlich. Also ich rede jetzt nicht von diesen Forschungen, so nach dem Motto Epidemiologie und ich gehe in ein Tumorregister und gucke mir da mal an, was gibt's da so, und sondern wirklich in enger Verzahnung mit dem Patienten. Das nennt sich dann heute neudeutsch dann Bench-to-Bedside, also quasi von der Laborbank bis hin zum Patienten ans Bett, dass man das als Regelkreis hat, dass man die Erkenntnisse auch direkt wieder zurückgewinnt. Und naja, Stichwort Erkenntnisse. Was haben wir denn jetzt eigentlich theoretisch gerade mitgenommen? Also die Medizin öffnet sich. Die Medizin ist tatsächlich per Definition ein sehr konservatives Gebiet gewesen. Das ändert sich jetzt. Und man ist jetzt nicht dabei zu sagen, gut, wir müssen uns mit Informatikern, mit Statistikern und so weiter zusammensetzen, weil wir gucken müssen, was wir vorliegen haben. Wir wissen es nicht genau. Keine Anklage, ist einfach so. Das passiert jetzt. Die Leute, die sich dagegen gesperrt haben, die sind eben langsam einfach nicht mehr dran. Das heißt, es kommen jetzt junge Leute nach, junge Ärzte. Da ist ein gewisses Interesse dran. Das heißt aber auch für die Medizininformatik, es gibt einen Paradigmenwechsel, wie ich eben gesagt habe. Es wird also deutlich moderner, es wird unglaublich breit vom Blumenstrauß der Möglichkeiten und der Notwendigkeiten. Und tatsächlich ist es einfach so, dass derzeit der Wunsch nach dem sogenannten digitalen oder auch gläsernen Patienten, integrative Diagnostik und der Wirklichkeit, ich habe im besten Falle einen Archipel von IT-Inseln, die ich erstmal verbinden muss, da ist eine Lücke. Die muss ich schließen, irgendwie. Was sind die Folgen? Es gibt eine ganze Menge mehr von Anwendungen und Projekten in diesem biomedizinischen Bereich. Das wird massiv ausgebaut. Da, wo es immer früher hieß, ja, die Mediziner und na gut, das machen wir dann mal, wenn es so richtig gut ist, weil die so konservativ sind, es kommt jetzt. Es ist einfach da und letztendlich muss ich zusehen, wie ich darauf reagiere. Das ist also einfach eine Frage von Gespräch und das zu organisieren. Was spannend ist, und da geht es wieder in den Open-Source-Bereich, es geht um alte Tugenden eigentlich. Die Wissenschaft lebt vom Prinzip der Reproduzierbarkeit. Die kann ich eigentlich in so einem Umfeld, in Data Science, nur garantieren, wenn so ein System stabil ist, wenn ich das gut eingerichtet habe, wenn ich das formal gemacht habe. Sicherheit, das ist das andere große Thema, mich lässt keiner an seine Daten, völlig zu Recht, wenn ich sage, ja, kannst du mir das mal eben kurz in Excel rüber kopieren, ich mache dir da was, oder wir haben da so einen tollen Service, der steht im Internet und kannst du das nicht in Microsoft Health Vault einladen oder was es da alles gibt? Stichwort Gesundheitsdaten gegen klinische Daten, das ist ein himmelweiter Unterschied. Auch die Information oder auch die Entwicklungen gab es ja schon bereits. Also IT und Sicherheit, klare Kiste, gibt es, gab es, wird weiter gefördert. Und das ist nicht nur SSL und Ähnliches, das sind auch Datenschutzkonzepte. Ich werfe jetzt mal K-Anonymität und L-Diversität in den Raum. Das sind Konzepte, die gibt es auch schon, die sind implementiert. Die müssten nur konsequent angewendet werden an diesen neuen Schnittstellen. Kurz gesagt, es wird eben extrem progressiv in diversen Bereichen. Also jeder, der irgendwie mit Biomedizin im Entferntesten was zu tun hat, naja, der wird damit in Berührung kommen. Das ist eine komplett eigene Welt und es wird eben spannend letztendlich. Um das hinzustellen, das sind Chancen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, gegen den einen oder anderen Mediziner hatte ich Vorbehalte und es ist aber einfach spannend. Also letztendlich, was da jetzt rumkommt, ich will nicht sagen, man kann nichts falsch machen, aber dass sich so eine Büchse der Pandora auftut, ist selten eigentlich. Von daher wäre dann so eigentlich mein Werben nochmal um Verständnis. Das kann man deswegen im Vollbild nicht sehen, das hier ist ein Windows-Rechner. Ich verteidige das immer. Ich habe immer den Eindruck, ich muss es verteidigen. Ich habe meine Abschlussarbeiten in Word geschrieben. Ja, genau, da fliegen schon die ersten Fische, sehr schön. Es ist egal. Letztendlich, Hauptsache, es funktioniert. Und wenn zum Beispiel in so einem Bereich wie der Medizin 90%, 95% auf Windows läuft, dann muss man das schlucken. Punkt. Also von daher, dann geht auf Java oder Python. Dann ist es egal. Ja. Literatur, bisschen noch dazu.
Und ansonsten würde ich mich auf Fragen freuen, falls noch welche kommen. Alle erschlagen. Sehr gut. Ja, dann nochmal herzlichen Dank.